Der Titel dieses Referats heute ist, als in Bayern die Kommunisten regierten, die Revolution organisieren. Und ich hoffe, dass viele von euch schon über den Titel sehr erstaunt waren, weil es ist, glaube ich, nicht Allgemeinwissen, dass Bayern mal von den Kommunisten regiert war. Und das wird sicher einige verwundern, aber es war tatsächlich so, nach dem Ersten Weltkrieg ist in Bayern eine Räterepublik gegründet worden unter Führung der Kommunistischen Partei, was ich heute erklären möchte, wie das Ganze hergegangen ist. Genau. Aber vielleicht nur mal zum Einleitung, das Ganze passt natürlich nicht ins Klischee für das, was Bayern heute im allgemeinen Bewusstsein sozusagen ist, oder? Das Klischee ist, Bayern ist konservativ, gemütlich, gegen schnelle Veränderungen. Mir san mir, Laptop und Lederhosen vielleicht noch, aber hauptsächlich Lederhosen, das ist das Wichtige in dem Fall. Und was man sagen muss, diese Lüge wird in Wirklichkeit sehr stark gefördert, aber sie war in Wirklichkeit schon immer eine Lüge, auch schon vor 1918. Bayern hat eine lange revolutionäre Geschichte. 1844, also 4 Jahre vor der großen Revolution 1848, die durch ganz Europa gefegt ist und zumindest teilweise Monarchien gestürzt hat, hat es in Bayern schon eine Revolution gegeben, wo das Klischee aber wieder reinkommt. Nämlich war das die sogenannte Bierrevolution, nachdem der König verfügt hat, dass der Bierpreis um einen Pfennig erhöht werden sollte, hat es in München Massenaufstände gegeben. Die Armee hat die Befehle verweigert und der König war gezwungen, weitreichende Zugeständnisse zu machen. Die wichtigste war natürlich, die Bierpreiserhöhung zurückzunehmen. Also Bier ist ein Grundnahrungsmittel, aber Spaß beiseite. Der Engels hat das damals genannt als ein Vorboten für eine größere Revolution, die irgendwie bevorsteht, und die Herrschenden gewarnt, dass sowas in ganz Deutschland an der Tagesordnung steht. Und 4 Jahre später hat er Recht damit behalten. Aber es gibt, wie bei jeder Lüge über die Gemütlichkeit Bayerns, einen gewissen Kern der Wahrheit. Und wenn man nur die Oberfläche betrachtet, hätte man meinen können, dass vor dem Ersten Weltkrieg tatsächlich dieses Klischee des konservativen Bayerns voll und ganz zutrifft. Also 1912 waren Wahlen in Bayern. Da hat die Bayerische Volkspartei mit über 40% gewonnen, so ein bisschen wie heute die CSU aufgebaut. Eine konservative Partei, die hauptsächlich eine bürgerliche Partei war, aber natürlich damals die Monarchie unterstützt hat. Genau. Und Bayern war tatsächlich ein ziemlich rückständiger Teil von Deutschland. Also um diese Zeit rum hat es nur um die 40% Bauernschaft in Bayern gegeben. Es hat erst gerade Industrialisierung begonnen, und tatsächlich war das Landleben geprägt von der katholischen Kirche, von Konservativismus und so weiter. Genau, aber die Welt ist halt größer als der eigene Vorgarten und selbst größer als der Vorgarten Bayern, und die Widersprüche im Kapitalismus auf der ganzen Welt, der immer mehr in eine Sackgasse geraten ist, haben halt dazu geführt, dass, wie wir alle wissen, der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, wo die verschiedenen imperialistischen Großmächte um Kolonien, um Einflussgebiete begonnen haben, Krieg zu führen. Das hat in Wirklichkeit die ganze gesellschaftliche Basis in Bayern auch völlig durcheinander geworfen. Also wir als Marxistinnen und Marxisten sind nicht der Überzeugung, dass so quasi konservatives Bewusstsein, was ist, was ewig besteht oder so, sondern es ist in Wirklichkeit ein Beweis dafür, wie sehr das Sein das Bewusstsein bestimmt, indem tatsächlich im Ersten Weltkrieg in Bayern alles durcheinander geworfen worden ist. Millionen Menschen in ganz Deutschland sind eingezogen worden zur Armee, Hunderttausende sind in die Industrie gegangen, zum ersten Mal viele Frauen, aber auch viele Bauern, die davor auf dem Land gearbeitet haben. Es sind auch in Bayern tatsächlich neue große Industriebetriebe aufgebaut worden. Also zum Beispiel, wem die bayerischen Motorenwerke BMW etwas sagen, die sind damals gegründet worden, oder Wacker Chemie ist groß geworden mit der Acetonproduktion für die U-Boote. Also die Kriegsproduktion hat einen riesigen Aufschwung der Industrie bedeutet, aber dieser Aufschwung der Industrie hat bedeutet, dass Hunderttausende Menschen Arbeiterinnen und Arbeiter geworden sind. Und das hat das Bewusstsein mehr geprägt als
die katholische Kirche, der Glauben an den König und so weiter, das jemals hätte machen können. Genau. Und insbesondere nachdem die falschen Versprechungen für die schnellen Siege und so weiter an der Front, zu Weihnachten sind wir wieder zu Hause und so, wie die Lüge halt gegangen ist, nachdem sie die als völlig falsch herausgestellt haben, nachdem hunderttausende Menschen gestorben sind, also allein 200.000 Menschen aus Bayern sind im Ersten Weltkrieg ums Leben gekommen. Hat sie diese ganze Hoffnung, Zuversicht, Patriotismus, der sie am Anfang des Krieges gebildet hat, schnell ins absolute Gegenteil umgeschlagen. In Hass, in Wut auf die Herrschenden, die sozusagen in so ein blutiges Schlachten uns hineingezwungen haben und so weiter. Genau, und Bayern war reif für Revolution. Nachdem ein paar Jahre vorher die Konservativen eine große Mehrheit bei den Wahlen gewonnen haben, war es im November 1918 dann so, dass nachdem in Norddeutschland Matrosenaufstand, der sogenannte Kieler Matrosenaufstand, ausgebrochen ist und nachdem die Nachrichten davon nach Bayern gedrungen sind, sofort die Revolution auch in Bayern begonnen hat. Das Ganze hat angefangen mit einer Massendemonstration auf der Theresienwiese. Man kennt die heute hauptsächlich vom Oktoberfest, aber es ist auch ein wichtiger Teil der revolutionären Geschichte Bayerns. Und diese Massendemonstration, die Bürgerlichen sagen, dass Zehntausende dabei waren, so 50.000 bis 60.000. Andere Quellen sagen, so 150.000 bis 200.000 Menschen waren damals ja, auf der Theresienwiese bei dieser Demonstration. Man muss dazu sagen, München hatte damals um die 600.000 Einwohner, also ein gutes Drittel, kann man sagen, vor alle Münchner haben angefangen, gegen den Krieg zu demonstrieren. Und das waren vor allem Arbeiterinnen und Arbeiter, aber viele Soldaten der Münchner Garnison, die halt den Krieg satt hatten, die nicht mehr an die Front geschickt worden wollten und gewusst haben, das Ganze hat keinen Sinn. Und was extrem wichtig war an diesem Tag, das war nicht nur eine Demonstration, die symbolisch war, wir alle kennen das, man geht mit bestimmten Slogans auf die Straße, sagt die Herrschenden, was man scheiße findet und geht dann wieder heim. Nein, an diesem Tag haben die Arbeiter, Arbeiterinnen, die Soldaten in München, in den Bayern generell, das erste Mal tatsächlich ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen und nimmer sie mit symbolische Aktionen oder so zufrieden gegeben. Diese Demonstration ist organisiert worden von der SPD unter Erhard Auer und der USPD unter Kurt Eisner. Man muss dazu sagen, die SPD, die es heute ja immer noch gibt, die jetzt wieder an die Regierung kommen wird, ist ursprünglich gegründet worden als revolutionär-marxistische Arbeiterpartei, die dezidiert den revolutionären Sturz des Kapitalismus im Programm gehabt hat. Aber vor dem Ersten Weltkrieg hat es, vielleicht kommt uns das bekannt vor, eine gewisse Zeit des Aufschwungs gegeben. Die Führer der SPD und der Gewerkschaften haben sich mit dem Kapitalismus irgendwie Kompromisse geschlossen, haben privilegierte Positionen bekommen und sind in so eine Art Sozialpartnerschaft reingekommen. Während dem Ersten Weltkrieg hat das zu einem massiven Verrat geführt, in dem nämlich die Internationalisten der SPD geschlossen für die Kriegskredite für den Ersten Weltkrieg gestimmt haben und diese Burgfriedenspolitik geschlossen haben, dass keine Streiks stattfinden sollen, um ja den Kriegsaufwand nicht zu schädigen. Genau. Aber diese Ruhe und Ordnung, die auf der Oberfläche hergestellt worden ist, ist auch in der Arbeiterbewegung nicht sehr lange aufrechterhalten worden. Nach einer gewissen Zeit haben immer mehr SPD-Abgeordnete auf Druck von unten, auf Druck dieser Wut gegen den Krieg, gegen den Krieg gestimmt, gegen die Kriegskredite im Parlament. Die sind ausgeschlossen worden aus der SPD und die sogenannte USPD, Unabhängige Sozialdemokratische Partei, ist von ihnen gegründet worden. Da waren zwar die kleinere Arbeiterpartei, aber es waren viele revolutionäre Arbeiter, die dort reingegangen sind, die halt einen Weg gesucht haben, den Krieg zu beenden, den Kapitalismus zu überwinden, aber gleichzeitig viele von den Führern waren einfach Reformisten, die halt ein moralisches Problem im Krieg gehabt haben, die gesagt haben, so kann es nicht mehr weitergehen, dagegen gestimmt haben und dann halt ausgeschlossen worden. Also diese USPD war keine klare Partei, sie ist hin und her gerissen worden zwischen einem revolutionären Programm und einem reformistischen Programm.
Und das werden wir in den nächsten Minuten noch sehen, was das dann für einen Ausdruck genommen hat. Aber Anfang November 1918 war die Revolution eindeutig auf dem Vormarsch. Der Plan vom Auer, also vom SPDler, war, es sollen Reden gehalten werden auf der Theresienwiese und dann wird symbolisch hinter einer Musikkapelle mit Blasmusik durch die Stadt gezogen und dann sollen alle wieder heimgehen. Dafür hat die SPD sogar 3000 Ordnungsmänner vor Gewerkschaften und Partei Mitgliedern abgestellt. Also man sieht, die haben damals wirklich nur eine tiefe Verankerung gehabt. Ich glaube, die Daten ist in Minger heute nicht mehr zusammenbringen, 3000 Leute zu mobilisieren, die was machen, was unbeliebt ist. Aber die Münchner Post, die selber eine sozialdemokratische Zeitung ist, schreibt am Tag drauf, schon auf der Theresienwiese wurde das festgelegte Programm nicht mehr ganz eingehalten. Und weiter schreiben sie, die Abmahnungen der Ordnungsmänner wurde kein Gehör geschenkt. Was ist passiert? Stattdessen wurde dem Kurt Eisner, diesem USPD-Vorsitzenden, Gehör geschenkt. Der hat gesagt, Worten müssen jetzt Taten folgen. Es ist eins zum anderen gekommen. Und die Idee ist geboren in dieser Demonstration, dass man jetzt zu die Kasernen gehen soll, nicht symbolisch durch die Stadt hinter der Musikkapelle, sondern zu die Kaserne, dass man die Soldaten dort überzeugt, sie der Revolution anzuschließen. Und das Ganze ist tatsächlich extrem schnell gegangen. Innerhalb von ein paar Stunden ist die gesamte Garnison, also die gesamte Soldatenschaft Münchens zur Revolution übergegangen. Die Arbeiter waren bewaffnet und der König ist zu seinem schönen Gut am Chiemsee geflohen, in Prien. Das hat ihm aber auch nichts mehr geholfen. Nur ein paar Tage später hat er dann abgedankt. Und so schnell, innerhalb von in Wirklichkeit einem Tag Revolution, waren 738 Jahre Wittelsberger Herrschaft in Bayern beendet. Also man sieht die Macht der Arbeiterklasse einfach, wenn sie die Arbeiterschaft nimmer zufrieden gibt mit symbolischen Aktionen oder dem, dass man irgendwie vertreten wird durch irgendwelche Leute, die Kompromisse schließen, dann geht es oft ganz schnell. Genau, und von da an hat es sehr schnelle und extrem chaotische Entwicklungen gegeben. Ich konnte es in dem Referat nicht alles im Detail schildern. Also ich bin heute noch verwirrt, obwohl ich trotzdem sehr viel dazu recherchiert habe, was für Wendungen das teilweise genommen hat. Sie widersprechen sich ja teilweise in die Schilderungen, weil sie halt so extrem schnell hintereinander die Ereignisse sie abgespielt haben. Aber ich konnte deswegen nur empfehlen, dass man unser Theoriemagazin erwirbt, wo hinten ein Text zur Bayerischen Räterepublik drin ist, der hoffentlich das Ganze irgendwie bisschen breiter darstellt. Aber ich werde es trotzdem versuchen, mal darzustellen, was die Ereignisse waren, aber davor einfach mal darstellen, was so die grundlegenden gesellschaftlichen Widersprüche waren, die nach der Revolution gegen die Wittelsbacher in Bayern geherrscht haben. Auf der einen Seite waren die Kapitalisten, die Monarchie davor gestützt haben, und der bürgerliche Staat völlig paralysiert. Also, keine Ahnung, wenn die ganzen Soldaten zur Seite der Revolution übergehen, dann tut man sich schwer damit, mit Unterdrückungsmaßnahmen zu setzen. Das sollte irgendwie klar sein. Aber das Wichtige ist, dieser Staat und die Kapitalisten, die haben weiter als gesellschaftliche Klasse, als Staatsapparat weiter existiert. Also, die waren in der Defensive, waren paralysiert, aber sie waren nicht besiegt, sozusagen. Sie haben nur existiert und im Hintergrund begonnen, ihre eigene Macht wieder zu sichern. Der Kurt Eisner, der USPDler, der nur davor Persona non grata war, ist am nächsten Tag Ministerpräsident geworden, hat den Freien Volksstaat Bayern ausgerufen. Also, ich kenne es aus eigener Anschauung, die Bayern sind sehr stolz darauf, dass man nicht einfach nur Bundesland ist, sondern dass das der Freistaat Bayern ist. Wenn das nächste Mal jemand fragt, woher das kommt, kann man ganz stolz sagen, ja, das war ein Sozialist, der den ausgerufen hat, nämlich der Kurt Eisner. Aber das Wichtigste war, in ganz Bayern sind wirklich tausende Räte gegründet worden. Und was waren diese Räte? Die Namensgeber von der späteren Räterepublik, das ist das eine, aber diese gesellschaftliche Formation, die muss man, glaube ich, ganz kurz erklären, damit klar ist, was da tatsächlich entstanden ist. Das Vorbild für diese Räte, für die Gründung dieser Räte, war die Russische Revolution, die ja nur 2 Jahre davor stattgefunden hat, 1917.
wo Sowjets gegründet worden sind, die Namensgeber für die Sowjetunion. Sowjets ist nichts anderes als das russische Wort für Räte oder Komitee oder so. Und das Prinzip davon war, die Arbeiter in einem Betrieb oder die Soldaten in einer Militäreinheit, es war ja der Erste Weltkrieg, es war fast jeder entweder Arbeiter, Soldat oder Bauer oder Kapitalist, aber die haben natürlich keine Vertreter gewählt. Genau, diese Arbeiter in einem Betrieb oder die Soldaten haben direkt Vertreter gewählt, und die haben sie zusammengesetzt und diesen Rat gebildet. Auf Stadtebene, auf Stadtteilebene, aber auch auf landesweiter Ebene. Und was wichtig ist, diese Räte waren, also die Vertreter in diesen Räten waren jederzeit wählbar und abwählbar und haben keinerlei Privilegien gehabt. Also nicht so wie im heutigen Parlament, dass man für 4 Jahre mit einer schlechten Entscheidung, die man einmal getroffen hat, irgendwie zurückgelassen wird, sondern wenn die Arbeiter, sagen wir mal, bei BMW in Wien sagen, wir sind mit unserem Vertreter nicht mehr zufrieden, dann haben sie jederzeit einen neuen wählen können. Was dazu geführt hat, dass diese Räte in Wirklichkeit die demokratischsten Parlamente der Weltgeschichte waren. Also eine sehr, sehr direkte Wiedergabe von dem, was die Arbeiter und Soldaten zum damaligen Zeitpunkt wirklich wollten. Genau. Aber was nur extrem wichtig ist, sie waren nicht nur Diskussionsorgane oder gesetzgebende Organe oder sonst irgendwas, sondern sie waren vor allem irgendwie praktische Organe. Also in Bayern selber haben sie um die 5000 Räte gebildet und nachdem der bürgerliche Staat völlig paralysiert war, nachdem nichts funktioniert hat, Lebensmittelversorgung, Versorgung mit Brennstoffen, man muss denken, es ist der Winter gekommen, haben die Räte in Wirklichkeit überall angefangen, das öffentliche Leben zu organisieren. Also in Wirklichkeit ist eine Situation eingetreten, wo in der Praxis die Arbeiterklasse über die Räte schon die Macht ausgeübt hat. Aber, und das ist, glaube ich, der zweite Punkt, ihre Führung wollte das nicht. Also konkret hat die Kommunistische Partei, die erst neu gegründet worden ist, diese Räterepublik tatsächlich als Programm gehabt. Die haben dafür gekämpft, eine sozialistische Revolution, Machtübernahme der Arbeiterklasse, eine Räterepublik, wo die Wirtschaft verstaatlicht wird und quasi die Gesellschaft neu aufgebaut werden kann auf einer sozialistischen Grundlage und damit die Probleme der Massen gelöst werden können. Aber diese kommunistische Partei hat in Bayern gerade kaum Mitglieder gehabt. Also die, vielleicht als Vorgriff, sie haben erst im März damit angefangen, wirklich Betriebsgruppen aufzubauen, kurz nachdem sie dann, bevor sie dann die Macht übernommen haben. Sie haben viele Fehler gemacht, zum Beispiel die Wahlen boykottiert und die Gewerkschaftsarbeit. Aber sie haben eben ein revolutionäres Programm gehabt, die Arbeiter zur Macht zu führen. Die großen Arbeiterparteien, die SPD und die USPD, wollten aber das nicht. Also die Arbeiter haben praktisch die Macht schon in der Hand gehabt, aber gleichzeitig einen Vertreter gesucht, der als Gesamtpartei ihre Interessen vertreten kann, haben nur die SPD und die USPD gesehen. Die KPD war zu dem Zeitpunkt noch viel zu klein. Die SPD und die USPD haben revolutionär geredet zu dem Zeitpunkt. Keine Ahnung, es war gerade klar, die Massen haben einen König gestürzt, wenn man sagt, na na, das war falsch, wir sind gegen Revolution, dann hätte man natürlich keinerlei Unterstützung bekommen. Also haben sie insbesondere die Führer der SPD zwar bewusst auf die Seite der Bürgerlichen gestellt, also der Noske, der Reichswehrminister war in Gesamtdeutschland, hat diesen unheilvollen Satz geprägt, irgendjemand muss hier den Bluthund spielen, also er sei Ziel war klar, die Revolution muss besiegt werden. Aber auf der Oberfläche haben sie natürlich revolutionäre Reden gehalten und jetzt müssen wir die alte Gesellschaft beseitigen und so weiter und damit Unterstützung bekommen. Und aber auch der USPD-Chef, der Eisner konkret in Bayern, wollte keine sozialistische Revolution, sondern ist halt geschwankt zwischen die Räte und die Bürgerlichen. Also er hat das unter dem Wort zusammengefasst, dass das, was es brauchen würde, eine lebendig tätige Demokratie der Massen wäre. So, keine Ahnung. Hört sich gut an, aber letztendlich stellt sich in einer revolutionären Situation immer die Frage, welche Klasse in der Gesellschaft hat die Macht? Die Arbeiter
oder die Kapitalisten? Und der Eisner hat das beantwortet mit beide. So, und das geht natürlich auf die Dauer nicht und ist utopisch und ist letztlich darauf hinausgelaufen, dass der Kurt Eisner bei den besten Intentionen, die er gehabt haben möchte, in seiner Zeit in der Regierung halt die ganze Zeit versucht hat, die Kapitalisten ruhig zu halten und ihnen Zugeständnisse zu machen, nicht die Arbeiter dazu bewegt hat, die Macht tatsächlich ganz in die Hand zu nehmen, sondern die Kapitalisten ruhig zu halten. Genau, und das hat die Situation halt völlig paralysiert. Die Kapitalisten waren geschockt durch die Revolution, haben nichts machen können, aber die Arbeiter haben keine Führung gehabt, die es ihnen ermöglicht hätte, wirklich die Revolution bis zum Ende zu führen. Wir nennen das als Marxisten Doppelherrschaft, der Situation der Doppelherrschaft, wo die eine Klasse, sozusagen die alte herrschende Klasse, die Kapitalisten, noch an der Macht sind und die neue, die Arbeiterklasse, noch nicht an der Macht ist. Genau. Und diese Situation der Doppelherrschaft war aber konkret am Anfang dieser Revolution in einer Situation, wo massivste soziale Probleme geherrscht haben. Also man muss sich das einfach mal vor Augen führen. Die Revolution gegen die Monarchie hat den Krieg beendet. Das war tatsächlich, es war unmöglich, einen Krieg zu führen, wenn die Soldaten auf die Seite der Revolution übergehen, oder? Aber das hat auch neue Probleme geschaffen. Also Millionen von Kriegsheimkehrern in ganz Deutschland haben Wohnungen und Jobs gebraucht, so. Allein in München waren es Zehntausende, die obdachlos waren in Wirklichkeit. Und die einzige Lösung, das beides irgendwie herzustellen, innerhalb von kürzester Zeit, wäre eine Planwirtschaft gewesen. Also, dass man wirklich die gesellschaftlichen Ressourcen planmäßig einsetzt für die Bedürfnisse dieser Kriegsheimkehrer, der Arbeiter und so weiter. Also, dass man zum Beispiel die Wohnungen, die unbenutzt sind, requiriert und die Kriegsheimkehrer ein ziehen lassen, die halt kein Geld gehabt haben, weil, keine Ahnung, was kriegt man als vom Sold, der von der Inflation aufgefressen wird. Oder dass man eben die planmäßige Umstellung der Kriegsproduktion begonnen hätte, die, ja, wie gesagt, BMW hat Flugzeugmotoren produziert, aber die Kriegsflugzeuge hat halt niemand mehr gebraucht nach Ende des Krieges. So, jetzt haben die sie irgendwie suchen müssen, irgendwelche Möglichkeiten doch was anderes zu produzieren, aber in dieser Übergangsphase ist halt extrem die Wirtschaft einfach zusammengebrochen und die Arbeitslosigkeit ist extrem in die Höhe geschnellt. Genau. Aber diese Planwirtschaft, eben eine sozialistische Planwirtschaft, wollte der Kurt Eisner nicht. Und dadurch haben es die Bürgerlichen geschafft, langsam über diese Enttäuschung der Arbeiter, über das, dass die Revolution eben nicht die Probleme unmittelbar lösen konnte, wieder Oberwasser bekommen. Also in Berlin ist der sogenannte Spartakusaufstand provoziert worden. Vielleicht hat man es schon mal gehört. Das ist der Aufstand, nachdem Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die zwei ja, Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands, ermordet worden sind dann. Und auch in Bayern hat diese Demoralisierung dazu geführt, dass der Druck auf den Eisner von Seiten der Arbeiterklasse geringer geworden ist. Und der halt sofort dem nachgegeben hat, indem er Landtagswahlen einberufen hat, also alte parlamentarische Wahlen sozusagen. Genau, wo die USPD eine krachende Wahlniederlage eingesteckt hat. Also die hat direkt am Ende des niedergeschlagenen Spartakusaufstands stattgefunden, diese Landtagswahl. Und die USPD hat nur 2,5% bekommen. Weil sie eben die Probleme nicht lösen konnte, keine Ahnung, die Arbeiter haben sich gedacht, ja, wenn man schon irgendwie unterscheiden müssen zwischen zwei Parteien, die de facto das gleiche Programm haben, die SPD und die USPD, dann nehmen wir wenigstens die, die stärker ist. Wie gesagt, die KPD hat zum damaligen Zeitpunkt die Wahlen boykottiert, was ein klarer Fehler war. Genau, aber das hat eben dazu geführt, dass der Eisner irgendwie völlig demoralisiert war und auf dem Weg zum Landtag seinen Rücktritt bekannt geben wollte. Später dann eben am 21. Februar 1990. 1919, sorry. Aber so weit ist es nicht gekommen. Auf dem Weg zum Landtag ist er nämlich erschossen worden durch den sogenannten Graf Arco Valet. Man muss dazu sagen, der Eisner war, obwohl er irgendwie objektiv den Kapitalismus nicht herausgefordert haben, eine absolute Hassfigur für die Bürgerlichen. Also
Es hat wirklich, also wer die Österreich liest oder so, der meint, dass er mit Hasspropaganda irgendwie Bescheid weiß, aber na, das war wirklich die tiefste Ebene und Mordaufrufe, die in große Zeitungen abgedruckt worden sind. Dieser Akko Valley hat selber irgendwie geschrieben, vor seinem Mord. Moment, er hat geschrieben: Eisner ist Bolschewist, er ist Jude, er ist kein Deutscher, er fühlt nicht deutsch, untergräbt jedes vaterländische Denken und Fühlen, ist ein Landesverräter. So. Und man muss auch dazu sagen, er war Mitglied der Thule-Gesellschaft, eine Gesellschaft, die extrem antisemitisch rechtsradikal war, die schon das Hakenkreuz in ihrem Logo drin gehabt hat, also ein Vorgänger von vielen dieser faschistischen Organisationen, die es dann in Deutschland in der Zwischenkriegszeit gegeben hat. Und das war in Wirklichkeit die haben die volle Unterstützung der Bürgerlichen, der alten Generäle, der Monarchisten und so weiter gehabt. Aber sie haben in Wirklichkeit haben sie diese Reaktionären halt völlig verrechnet. Nämlich die Arbeiterklasse, die davor eben, wie ich gesagt habe, voll in die Defensive geraten war, ist nach diesem Mord, der alle extrem empört hat, wieder extrem scharf Richtung Revolution gegangen. Es gibt da eine schöne Schilderung vom Oskar Maria Graf, vielleicht kennt ihn jemand, der Schriftsteller, der später dann zu Weltruhm gekommen ist. Der hat am 21. Februar in München geschrieben über die Situation nach diesem Mord. Die Glocken von allen Türmen fingen zu läuten an, die Trambahnen hörten mit einem Male auf zu fahren. Da und dort stieß jemand eine rote Fahne mit Trauerflor zum Fenster heraus und eine schwere, ungewisse Stille brach an. Alle Menschen liefen mit verstörten Gesichtern stadteinwärts. Plötzlich fuhr vorne am Promenadenplatz ein vollbesetztes Lastauto mit dichten Fahnen und Maschinengewehren vorüber und laut schrie es herunter: Rache für Eisner! Furchtbar wie ein Sturmsignal klang es und furchtbar wie ein gellender, verzweifelter Aufschrei brach es aus den Hunderten: Rache, Rache für Eisner! Die Massen kamen ins Treiben, der Strom floss durch die Stadt, das war anders, ganz anders als am 7. November, also am Tag der Novemberrevolution. Die tausend kleinen Stürme hatten sich vereinigt und ein einziger dumpfer, dunkler, ungewisser Losbruch begann. Ich glaube, das ist nicht übertrieben, was er schildert. Also die Regierung war de facto gestürzt. Es hat Tumult im Landtag gegeben, nachdem die Bürgerlichen trotzdem versucht haben und die Sozialdemokraten eine neue bürgerliche Regierung zu wählen, nachdem er jetzt quasi schon so viel getan hatte, um diesen Landtag einzuberufen. Auf diesen Auer, auf den der Innenminister war, dieser SPD-Mann ist geschossen worden, ein konservativer Abgeordneter ist im Tumult erschossen worden. Und es hat tatsächlich Massenproteste der Arbeiter in der ganzen Stadt gegeben. Ein spontaner Generalstreik hat alles lahmgelegt. Ein paar Tage später hat es dann die Beerdigung von Eisner gegeben, das in Wirklichkeit die größte Demo in der Geschichte Münchens bis dahin war. Die ganze Stadt war wirklich auf den Füßen. Und die Kapitalisten waren wiederum völlig paralysiert, konnten nichts machen. Also so. Der Karl Marx hat einmal beschrieben, manchmal brauchen die Arbeiter die Peitsche der Konterrevolution, um die Revolution vorwärts zu treiben. Und in dem Fall haben sie die Bürgerlichen halt voll verrechnet, oder? Sie haben gemeint, jetzt können wir Schluss machen. Davor die Ermordung von Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, hat auch zur Demoralisierung geführt, aber sie haben sie halt voll verrechnet. Und in Wirklichkeit ist das Ganze wieder extrem Richtung Revolution gegangen. Obwohl es keine Organisation gegeben hat, die sozusagen eine Alternative bieten konnte, also ich habe beschrieben, wie die SPD und die USPD beide in Wirklichkeit nicht eine sozialistische Revolution angestrebt haben, ist es unter diesen Bedingungen nicht gelungen, bis zum 17. März nicht gelungen, also einige Wochen lang überhaupt eine Regierung zu bilden. Also Bayern hat zu dem Zeitpunkt einfach keine Regierung gehabt, weil die Bürgerlichen gewusst haben, wen immer sie jetzt hinstellen, der wird sofort gestürzt. So. Und die Arbeiter halt keine Führung gehabt haben, die wollte, dass sie eine Regierung selber bilden. Genau. Schließlich ist dann so weit gekommen, dass die SPD mit der ganzen Unterstützung, die sie nur mobilisieren konnte, am 17. März eine neue Regierung gebildet hat. Der neue Ministerpräsident war der Johannes Hoffmann.
Aber die Regierung war selbst, nachdem sie auf dem Papier gebildet war, noch fast handlungsunfähig. Der Hoffmann hat selber später gesagt, nachdem die Räterepublik schon ausgerufen war: Als ich am 17. März die Regierung übernahm, war in München ein gegen die Regierung wohlorganisiertes Heer von 30.000 Arbeitslosen und ein durchaus verwahrlostes Militär. Was er natürlich verwahrlost nennt, ist, dass die Soldaten sie nicht mehr rumschubsen haben lassen. Die Entlassung der Münchner Garnison sollte alsbald erfolgen. Aber gerade diese Absicht der Regierung hat die Münchner Katastrophe beschleunigt. Auch eine sozialistische Regierung kann keine Wunder tun. Und es wäre wirklich ein Wunder gewesen, wenn es bei den verlotterten Zuständen in München möglich gewesen wäre, innerhalb von 14 Tagen aus diesen Truppen eine Schutztruppe zuverlässiger Art für die Regierung zu machen. Also quasi ein Reaktionär, der seine Trauer darüber schildert, dass alles so verlottert ist. In Wirklichkeit war halt München auf die Beine und in Wirklichkeit ein großer Teil von Bayern und die Revolution war auf dem Vormarsch. Und tatsächlich entscheidend für die Zeit war, dass der Slogan der Räterepublik immer mehr Unterstützung auch unter die Massen bekommen hat. Also davor war es halt ein Slogan, den der Spartakusbund, der Vorgänger von der KPD und dann die KPD unter Vorbild der russischen Revolution ja, immer wieder deklariert haben, der auch Unterstützung gefunden hat. Aber es war noch nicht klar, warum braucht man sowas überhaupt. Aber nach dieser Zeit, dieser regierungslosen Zeit, wo die Führungen der SPD, USPD keine Alternative geboten haben für Vorwärtskommen hat, und insbesondere nachdem in Ungarn am 2. oder 3. März, weiß ich jetzt gar nicht mehr, am 2. März, glaube ich, eine Räterepublik auch ausgerufen worden ist, hat dieser Slogan wirklich Massenunterstützung bekommen. Und man musste das vergegenwärtigen, oder? In Russland hat 2 Jahre davor die Arbeiterklasse die Macht übernommen, jetzt war Ungarn dran. In Österreich hat es auch eine starke Rätebewegung gegeben, in ganz Deutschland hat es eine Revolution gegeben. Es war wirklich eine revolutionäre Situation und die Massen haben einfach einen Weg vorwärts gesucht, der dieses System ein für alle Mal stürzen kann. Genau, und das hat dazu geführt, dass die SPD-Führung nur weiter in Worte nach links gegangen ist. Also sie haben immer hart gegen die Räterepublik gearbeitet in dieser ganzen Zeit. Aber in Bayern zu diesem Zeitpunkt war das einfach nicht mehr möglich, weil wer sie gegen die Räterepublik gestellt hat, ist völlig diskreditiert worden. Und die SPD-Führung hat deswegen die Taktik geändert und den Slogan der Räterepublik aufgegriffen, was ziemlich interessant ist. Sie haben auf verschiedene Parteiveranstaltungen sahen Beschlüsse gefasst worden. Jetzt muss Bayern quasi zur Räterepublik werden. Und die SPD hat tatsächlich sich dahinter geklemmt, alle linken Parteien zu organisieren, um eine Räterepublik auszurufen. Das ist dann tatsächlich in der Nacht vom 4. bis 5. April passiert, wo Vertreter der SPD, USPD, vom Zentralrat der Bayerischen Republik, also das war so dieses zentrale Organ der Räte in Bayern, und verschiedene Anarchisten sie zusammengesetzt haben und tatsächlich beschlossen haben, wir rufen jetzt die Räterepublik aus. Aber ich glaube, da dürfen Sie keine Illusionen machen, was die wirklichen Intentionen dieser SPD-Führer waren in dieser Situation. Sie wollten einfach die Situation unter Kontrolle bringen und in Wirklichkeit die Arbeiter provozieren, eine vorschnelle revolutionäre Erhebung zu machen, die dann niedergeschlagen werden kann. Also eine Provokation. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist irgendwie festgehalten in der Biografie einiger dieser sozialdemokratischen Minister, zum Beispiel der Kriegsminister in Bayern zum damaligen Zeitpunkt, er hat Schneppenhorst geheißen, der hat irgendwie sich voll hinter diesen Rätegedanken geklemmt, war auf dieser Sitzung einer von denen, die am energischsten dafür argumentiert haben: Wir müssen jetzt die Räterepublik ausrufen, sofort, wir schulden es der Revolution. Nachdem das dann ausgerufen worden ist, hat er dafür argumentiert: Ja, okay, bis wir es bekannt geben, sollten wir noch 2 Tage warten. Ich werde nach Nordbayern reisen und dort für die Räteidee werben.
Und in Wirklichkeit ist er halt nach Nordbayern gereist und hat sich sofort der Regierung Hoffmann angeschlossen, die auch sozialdemokratisch war, die quasi weiterhin gesagt hat, na na, es gibt keine Räterepublik, wir sind die richtige Regierung von Bayern, und hat dabei geholfen, tatsächlich die Konterrevolution zu organisieren, und zwar nicht mit Luftballons und Konfetti oder so, sondern durch eine Organisierung von Armee. 60.000 Soldaten sind organisiert worden, viele von denen Freikorps, so diese Vorgänger der faschistischen Truppen, die dafür genutzt sind, in ganz Deutschland revolutionäre Bewegungen niederzuschlagen oder Streiks. Genau, und dieses Doppelspiel der SPD-Führung hat dazu geführt, dass in Wirklichkeit die Räterepublik nicht sie auf ganz Bayern ausdehnen hat können. Also für München hat es keinen Unterschied gehabt. Die Arbeiterklasse in München war so mobilisiert und so und die Reaktion so schwach, dass sozusagen die Räterepublik trotzdem ausgerufen worden ist. Aber gerade im Norden von Bayern war es so, dass die SPD erst argumentiert haben, wir müssen jetzt die Räterepublik ausrufen, dann, nachdem es in Bayern weit passiert ist, na, heute, wir haben einen Fehler gemacht, wir müssen dafür sorgen, dass nicht die Räterepublik ausgerufen wird. Und in der Verwirrung eigentlich alle Städte Nordbayerns ein, zwei Tage lang sie auf die Seite der Räterepublik gestellt haben und dann entweder von konterrevolutionären Truppen aus dem Rest von Deutschland schnell besetzt worden sind oder die Räte, die von der SPD dominiert waren, ihre Entscheidung wieder zurückgenommen haben, nachdem sie gesehen haben, dass andere Städte von Truppen besetzt werden. Genau. Und was eben daraus gekommen ist, ist die sogenannte ja, Erste Räterepublik, die in Wirklichkeit, die wird manchmal auch Münchner Räterepublik genannt, was aber falsch ist. Also es war konzentriert in München, aber in großen Teilen von Südbayern hat es tatsächlich diese Räterepublik gegeben. Auch in die konservativsten Teile des Oberbayerns gibt es da einige interessante Geschichten, also ja, wo man halt nur noch sozusagen Trachtenvereine hat, die aktiv sind. Wenn man ein bisschen in der Geschichte rumwühlt, sieht man, dass die 1919 Teil der Räterepublik waren und so. Genau. Aber diese erste Räterepublik war halt bei den Arbeitern sehr beliebt, aber halt nicht aktiv von ihnen unterstützt, sondern sie sind dem halt passiv gegenübergestanden, so, oder? Die Führer haben sie getroffen und die ausgerufen und ja, jetzt sind wir an der Macht. Aber was heißt wirklich an der Macht sein? Nachdem die SPD-Führer abgehauen sind und die USPD überhaupt keine Linie gehabt haben, haben tatsächlich in dieser ersten Räterepublik alle möglichen Anarchisten die Führung übernommen. Also Namen wie Kurt Landauer oder Erich Mühsam sind bekannt oder eben Ernst Toller von der USPD. Dieser Ernst Toller ist auch interessant, da sieht man, wie extrem zugespitzt die Situation war. Der hat sich erst ein paar Monate davor politisiert, im Ersten Weltkrieg, und war jetzt Vorsitzender der USPD Bayern, weil es halt eine Organisation war, die aus dem Nichts quasi entstanden ist. Und der Chef der neuen Regierung, dieser Räteregierung, war ein gewisser Lipp. Den hat niemand gekannt, der ist nur auf Empfehlung von einigen dieser anderen Leute vorgeschlagen worden als Teil der Regierung. Und dann hat man gesagt, der macht man gleich zum Chef der Regierung. Und der hat sich aber als verrückt herausgestellt. Also nicht als deppert bissi, sondern wirklich als klinisch verrückt. Also zum Beispiel ein paar Sachen, die er versucht hat in die paar Tage, wo er Chef der Regierung war. Er hat versucht, sie von Württemberg und der Schweiz Eisenbahnen liefern zu lassen. Nachdem die abgelehnt hat, hat er versucht, ihnen den Krieg zu erklären. Aber keine Ahnung. Also selbst wenn diese Regierung unfähig war, so unfähig war es dann nicht, dass er an der Macht gelassen hätten. Er ist tatsächlich ersetzt worden und gleich in ein Irrenhaus gekommen. Aber auch generell hat diese Führung dieser Räterepublik quasi nichts gemacht. Also es war in einer Situation, wo klar war, das Kapital, das spielt da nicht mit leichte Karten oder so. Die werden nicht einfach akzeptieren, dass ein Teil Deutschlands sie jetzt Räterepublik nennt und wir können irgendwie gemütlich ausmachen, was die nächsten Schritte sein werden. Also, keine Ahnung, diese Maßnahmen dieser ersten Räteregierung waren zum Beispiel
dass der Tag, wo die Räterepublik ausgerufen worden ist, zum Nationalfeiertag erklärt worden ist, okay. Sie haben zwar die Banken und die großen Industriebetriebe nicht verstaatlicht, aber dafür haben sie die Universität für offen und vergesellschaftet erklärt. Also jeder kann jetzt in die Universität gehen, was, glaube ich, eine gute Reform ist in einer ruhigen Zeit, aber nicht, wenn die Konterrevolution gerade 60.000 Soldaten sammelt, um einzumarschieren. Genau. Und als es Erna dann doch ungemütlich geworden ist, hat diese Räteregierung versucht, eine Verteidigung zu organisieren. Sie haben aber tatsächlich keinerlei Machtmittel gehabt. Also das ist das Problem, das ich geschildert habe, oder? Eine Revolution müssen die Massen selber machen. Die kann nicht am grünen Tisch passieren. Und nachdem sie am grünen Tisch passiert ist und diese Regierung isoliert war, zwar wohlwollend von der Arbeiterklasse geduldet worden ist, aber nicht aktiv unterstützt, haben sie versucht, eine bewaffnete Kraft zu bilden, um die Konterrevolution aufzuhalten, und haben aber alles in allem nur 400 Gewehre im ganzen Gebiet gefunden. Und das Ergebnis war eigentlich relativ leicht voraussehbar. Die Reaktionären, die Konservativen, die Monarchisten, unterstützt von der SPD, die irgendwie vor allem Ruhe und Ordnung wollte, dass man wieder zur guten Sozialpartnerschaft zurückkommen kann, haben begonnen, wirklich einen Putsch zu organisieren. Das Ergebnis war der Palmsonntagsputsch. Dieser hat am Palmsonntag, am 13. April, stattgefunden. Und die sogenannte republikanische Schutztruppe hat die Räumlichkeiten vom Zentralrat besetzt und eine Reihe von diesen Führern der ersten Räterepublik verhaftet, unter anderem an Erich Mühsam, und der mal aus München rausgebracht. Und man muss dazu sagen, die KPD, die Kommunistische Partei, hat richtigerweise diese erste Räterepublik, die Ausrufung, nicht unterstützt gehabt, obwohl das ihr Programm war. Aber genau aus dem Grund, dass sie eben erkannt haben, die SPD, die spielt da nur Spiele, die will nicht wirklich, dass die Arbeiter die Macht übernehmen. Und sie haben auch erkannt, dass diese Räterepublik in Deutschland isoliert wäre. Genau, aber es hat eben immer mehr Druck aus den Betrieben gegeben, dass die KPD in die Regierung eintritt. Also sie war zwar schwach organisiert, aber hat viel Einfluss gehabt, weil sie das richtige Programm gehabt hat. Da sieht man, was eine kleine Organisation mit dem richtigen Programm in so einer Situation auch bewirken kann. Und ist tatsächlich auch überrascht worden von der Situation nach Beginn des Putsches. Ich möchte da zitieren vom Buch, das ich nur empfehlen kann: Spartakus, Aufstieg und Niedergang eines Erinnerung eines Parteiarbeiters, von Karl Retzlaff, der selber bei der Räterepublik dabei war. Er beschreibt da: Alle anwesenden Funktionäre gingen in ihre Stadtbezirke, um die Parteimitglieder zu alarmieren. Es war klar, wenn man KPDler ist und der Putsch siegt, dann hat man keine guten Aussichten. Diese sollten sich in ihren Stadtbezirkslokalen versammeln. Jetzt zeigte sich ein für uns alle überraschender revolutionärer Elan. Es kamen nicht nur unsere Parteimitglieder, sondern Tausende von Arbeitern, die sich zum Kampf zur Verfügung stellten. In der Stadt kam es mittlerweile überall zu Zusammenstößen mit den weißen Truppen. Es wurde geschossen, Kampflärm dröhnte durch die Stadt. Und dieser Putsch ist auf dieser Basis, dass wirklich die Arbeitermassen sie jetzt wirklich mobilisiert haben gegen die Konterrevolution, innerhalb von kürzester Zeit zusammengebrochen. Also ich habe davor gesagt, Revolution kann nicht am grünen Tisch irgendwie beschlossen werden, aber die Arbeiter, war, für die war klar, oder? Für die Massen der Arbeiter: Entweder wir verteidigen jetzt diese Räterepublik, oder es droht halt genau das Gleiche, was wir davor schon in vielen anderen Städten in ganz Deutschland gesehen haben, nämlich: Wenn diese Freikorps und die Soldaten irgendwie in die Stadt kämen, dann werden sie jeden ermorden, der irgendwie eine rote Fahne an nur schief anschaut. Genau. Und in dieser Situation haben die Arbeiter halt erkannt, was es braucht, nämlich ein Werkzeug, um die Revolution zum Sieg zu führen. Und das war halt für sie die KPD. Sie haben gesehen, die haben ein revolutionäres Programm, und in dieser Situation braucht man ein revolutionäres Werkzeug, um den Sieg zu erringen. Genau. Auf dieser Basis war eben der Aufstand schnell besiegt. Die Räte haben der KPD die Regierungsmacht übertragen. Die Partei war zwar weiterhin extrem schwach, aber sie sahen quasi an die Macht gedrückt worden, in Wirklichkeit ohne ihr Zutun. Aber es hat wirklich einen enormen Enthusiasmus gegeben. Das ist die eigentliche Räterepublik, die man da beschreiben kann.
Und da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Es sind die Betriebe unter Kontrolle der Räte gestellt worden, genau wie die Banken. Es sind wirklich massenweise die Lebensmittel von Spekulanten beschlagnahmt worden, die die halt versteckt haben, weil sie gemeint haben, später sie zu einem besseren Preis verkaufen zu können. Die Häuser sind geöffnet worden für die Obdachlosen. Und es gibt ein letztes Zitat, das ich noch vorlesen möchte, nämlich ist das irgendwie auf der ganzen Welt in Wirklichkeit mit sehr viel Freude aufgenommen worden, dass jetzt in Bayern auch Revolution ist unter die Arbeiter. Und das Ganze ist auch bis nach Russland gedrungen, wo der Lenin gerade selber irgendwie beschäftigt war mit einem Bürgerkrieg im eigenen Land, wo die Reaktionäre versucht haben, die Macht mit der Waffe wieder zurückzuerkämpfen. Und er hat aber trotzdem die Zeit gefunden, eine Grußadresse an die Bayerische Räterepublik zu schreiben. Das ist ganz kurz, eine halbe Seite, und in Wirklichkeit ist weniger Grußadresse als mehr eine Anleitung, was jetzt zu tun ist. Also sehr gedrängt. Er schreibt: Wir danken für Ihren Gruß und begrüßen unsererseits von ganzem Herzen die Räterepublik in Bayern. Wir bitten Sie sehr, möglichst oft und möglichst konkret mitzuteilen, welche Maßnahmen Sie zum Kampf gegen die bürgerlichen Henker, Scheidemann und Co. durchgeführt haben. Haben die Arbeiter- und Gesinderäte in den Stadtteilen geschaffen, die Arbeiter bewaffnet, die Bourgeoisie entwaffnet, die Bestände an Kleidung und anderen Erzeugnissen verwendet, um den Arbeitern und besonders den Landarbeitern und Kleinbauern sofortige und umfassende Hilfe zu leisten? Haben sie die Fabriken und die Reichtümer der Kapitalisten in München wie auch die kapitalistischen landwirtschaftlichen Betriebe in seiner Umgebung enteignet? Die Hypotheken und Pachtzahlungen für die Kleinbauern aufgehoben? Haben sie die Löhne für Landarbeiter und ungelernte Arbeiter verdoppelt oder verdreifacht? Alles Papier und alle Druckereien zum Druck populärer Flugschriften und Zeitungen für die Massen beschlagnahmt? Haben sie den 6-Stunden-Tag bei gleichzeitiger 2- oder 3-stündiger Beschäftigung in der Verwaltung des Staates eingeführt? Den Wohnraum der Bourgeoisie in München beschränkt, um sofort Arbeiter in die Wohnungen der Reichen einzuweisen und so weiter und so fort. Also er schreibt einfach in Wirklichkeit, was muss man tun, wenn man in einer sehr schwierigen Situation die Macht übernimmt. Und er spricht da einige Schwächen an, die die Revolution gehabt hat, insbesondere die Landfrage. Ich habe beschrieben, es hat 40% Bauern in Bayern gegeben. Und niemand in dieser ganzen Zeit der Revolution hat diese Frage von einer Landreform, von einer Übergabe des Landes an die Bauern selber. Es hat einen extremen Großgrundbesitz von der Kirche, von Adligen, von Großgrundbesitzern gegeben, auch nur gestellt. Und das hat dazu geführt, dass tatsächlich nach einer gewissen Zeit die armen Bauern enttäuscht waren, gesehen haben, okay, die Revolution tut nichts für uns, und wieder der Einfluss der alten Macht auf dem Land gestiegen ist. Die katholische Kirche, die Großbauern und so weiter. Was dazu übrigens geführt hat, dass so eine Lebensmittelblockade für die Bayerische Räterepublik durchgeführt werden hat können. Genau. Unter diese Bedingungen war die Niederlage unausweichlich. 60.000 Soldaten sind aufmarschiert. Die Banken haben das voll unterstützt. Also zum Beispiel gibt es eine Notiz, wie der Oberbefehlshaber der Reichswehr in Bayern, ein sogenannter Möhl, an den Hoffmann, also an Chef der Regierung, geschrieben hat: Aus Bankreisen sind dem Armeeoberkommando 690.000 Mark zur Verfügung an die Truppe überwiesen worden. Also die haben sich das einiges kosten lassen, dass Ruhe und Ordnung wiederhergestellt wurde. Die Revolution war trotzdem irgendwie am Anfang nicht leicht zu besiegen. Also insbesondere die reguläre Armee wollte nicht kämpfen gegen die Räterepublik. Es gibt Berichte, dass ein Regiment von Jägern, 1200 Mann, nach einer Diskussion mit Rotgardisten gesagt hat: Ja, okay, wir wollen nicht kämpfen. Die sind einfach nach Regensburg gefahren, haben ihre Waffen die Rotgardisten übergeben, und ihre Offiziere haben sie mitgenommen zur Sicherheit von ihnen und in Wirklichkeit aber auch von sich selbst. Genau. Und letztendlich war aber auf dieser Basis dieser Isolation von Bayern eine Niederlage unausweichlich. Bis 2. Mai, am 2. Mai ist dann München eingenommen worden vor der Konterrevolution, und am 3. Mai als letzte Ortschaft Kolbermoor im Landkreis Rosenheim, also eben so eine Stadt auf einem sehr tiefen Land in Bayern. Genau. Und was gefolgt ist, ist
Ein typisches Beispiel für konterrevolutionären Terror. Also davor ist immer in der Propaganda geredet worden, vorher, was die Roten irgendwie für einen Terror auslösen, was in Wirklichkeit alles Lügen waren. Was danach passiert ist, ist wirklich blanker Terror gewesen. Also man geht davon aus, dass bis zu 2000 revolutionäre Arbeiter und so weiter umgebracht worden sind. Einer davon war eben der Rudolf Egelhofer, der 24 Jahre war, alt war, Matrose ursprünglich und der die Rote Armee von Bayern organisiert hat. Also man sieht, wie eine Revolution die Jugend irgendwie sozusagen vorwärts treibt. Aber es hat auch einen gesetzlichen Mord gegeben, nämlich die erste Hinrichtung von einem politischen Gefangenen seit der Revolution vor 1848, nämlich der Eugen Levinet von der KPD. Und gleichzeitig sind aber auch viele, viele Unbeteiligte, völlig Unbeteiligte ermordet worden in dieser Konterrevolution. Zum Beispiel 21 Mitglieder von einem katholischen Gesellenverein. Die haben gerade eine Theateraufführung geprobt. Und es hat irgendwie Gerüchte gegeben, das sind Spartakisten. Dann sind die Freikorps gekommen und haben alle entweder erschossen oder totgeprügelt. Genau, also man sieht irgendwie, die Zivilisation ist zurück gewesen in Bayern, nachdem, wie es der Hoffmann beschrieben hat, dieser Verhau sozusagen der Räte beseitigt worden ist. Aber die Bayerische Räterepublik ist trotz ihrer Niederlage extrem inspirierend, weil, sagen wir uns ehrlich, wenn in Bayern vor 100 Jahren das konservativer war als das heutige Bayern im Großen und Ganzen, die Arbeiter die Macht übernehmen können in einer Revolution, dann ist das überall möglich, auf der ganzen Welt. Bayern heute ist ein ganz anderes Land als damals. Wenn es damals 40% Bauern gegeben hat, ist Bayern heute das stärkste Industrieland in Deutschland mit einer extrem starken Industrie, einer gut ausgebildeten Arbeiterklasse, die irgendwie sehr stark ist. Was man irgendwie als Schlussfolgerung daraus ziehen muss, ist, wir sehen, in was für eine turbulente Zeit wir jetzt geraten. Wenn es damals der Erste Weltkrieg war, der die Massen dazu gezwungen hat, sie Gedanken darüber zu machen, ob das alte System wirklich das ist, mit dem man alt werden kann und ein gutes Leben haben kann oder überhaupt überleben kann, dann sieht man das heute genauso, dass das System uns nichts mehr zu bieten hat mit Klimawandel, mit der Corona-Pandemie, mit der extremen Armut, Arbeitslosigkeit, die sie in Teilen der Welt immer wieder aufbaut, aber auch bis nach Österreich, Deutschland, Bayern irgendwie vordringt. Und das sollte uns inspirieren. Also diese Kämpfe, die damals geführt worden sind, das ist keine geschichtliche Frage für uns, sondern es ist ein Vorbild für das, was tatsächlich möglich ist, wenn sie die Arbeiterklasse einig ist und gemeinsam kämpft, anstatt sie unterdrücken zu lassen. Und die wichtigste Schlussfolgerung aus diesen Kämpfen ist, dass es rechtzeitig eine revolutionäre Organisation braucht, um den Sieg zu erringen. Also man sieht in Bayern, die revolutionäre Organisation ist nicht wie durch ein Wunder entstanden oder so. Kommunisten haben versucht, diese Partei aufzubauen, aber die Arbeiter haben ohne diese Organisation eine Revolution gemacht, einfach weil es gereicht hat. Aber die Grenze, über die die Arbeiterklasse nicht gekommen ist, ohne eben so eine revolutionäre Organisation zu haben, ist tatsächlich die Macht in die eigenen Hände zu nehmen, die Revolution zu organisieren, so wie wir in unserem Titel das Ganze sagen. Und deswegen rufe ich wirklich dazu auf, dass jeder Gedanken macht, will ich ein Teil von dem sein, dass mir das vorbereiten, was diese Revolutionen, die sicher ausbrechen werden, die derzeit die ganze Zeit wieder toben. Im Sudan gibt es wieder Massendemonstrationen wegen einem Militärputsch. Es gibt überall Revolutionen, aber dass man Teil von dem sein wird, dass man Teil der Lösung ist, nämlich mit aufbaut eine revolutionäre Organisation, die in so einer Situation in Bayern, in Österreich und auf dem Rest der Welt sozusagen die richtigen Methoden, die richtigen Slogans zum richtigen Zeitpunkt darlegen kann,
und die Arbeiterklasse organisieren kann, um tatsächlich selber die Macht zu übernehmen. Also ich kann euch nur aufrufen dazu, macht euch Gedanken drüber, diskutieren wir die Bayerische Räterepublik und tretet uns am Funke und der internationalen marxistischen Tendenz bei.